Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Multiple Launch Rocket Systems sind Artilleriesysteme, die mehrere Raketen gleichzeitig abfeuern können. Sie bestehen aus einem Trägerfahrzeug, das mit Racks oder Pods ausgestattet ist, die mehrere Raketen enthalten, die schnell abgefeuert werden können, um ein Zielgebiet mit Feuerkraft zu sättigen. Diese Plattformen sind äußerst mobil und können eine Vielzahl von Munition, darunter hochexplosive Raketen, Streu- und Lenkraketen, über große Entfernungen mit hoher Präzision abfeuern. Sie bieten den Bodentruppen eine wirksame Feuerunterstützung bei der Bekämpfung feindlicher Ziele, bei der Durchführung von Unterdrückungsmissionen und bei der Schaffung von Sperrzonen auf dem Schlachtfeld. Bei diesem System handelt es sich um vielseitige und anpassungsfähige Systeme, die von Streitkräften auf der ganzen Welt sowohl in konventionellen als auch in asymmetrischen Kriegsszenarien eingesetzt werden. Heute möchten wir euch die 10 besten Mehrfachraketensysteme der Welt vorstellen. Tamnava. Die Tamnava ist ein neues 267-122mm Mehrfachraketensystem, das von Jugo Import SDPR, einem serbischen Verteidigungsunternehmen, entwickelt wurde. Es soll die Artilleriefähigkeiten der serbischen Streitkräfte stärken. Die Basiskonfiguration des Raketensystems umfasst zwei 25-stellige Starteinheiten mit 122mm Raketen oder zwei 6-stellige 267mm Starteinheiten. Die Gesamtbewaffnung des Systems besteht aus 50 122mm bzw. 12 267mm Raketen, die sofort einsatzbereit sind. Das System ist in der Lage, 222mm Ersatzraketen mitzuführen. Das Be- und Entladen des Tamnava erfolgt über eine auf der Plattform installierte Hebevorrichtung. Es besteht auch die Möglichkeit, Einwegstartrohre zu verwenden. Die maximale Reichweite der 122mm Raketen beträgt 40 Kilometer, während die 267mm Raketen Ziele in einer maximalen Entfernung von 70 Kilometern bekämpfen können. Das System benötigt 90 Sekunden zur Vorbereitung des Abschusses und entfernt sich innerhalb von 90 Sekunden vom Abschusspunkt. Wilka M. Die Wilka M ist ein neues Mehrfachraketenstartsystem, das vom staatlichen Kiewer Konstruktionsbüro Luch in Zusammenarbeit mit anderen staatlichen und privaten ukrainischen Verteidigungsunternehmen entwickelt wurde. Das Raketensystem ist in der Lage, Infanterie-, Panzer- und Weichteilziele in Konzentrationsbereichen von Artilleriebatterien, Gefechtsständen und Munitionslagern zu zerstören. Es ist 10-mal genauer als die veralteten Raketenplattformen mit Mehrfachstartsystemen, die bei der ukrainischen Armee im Einsatz sind. Die Wilka-M-Rakete verfügt über ein GPS-freies Lenksystem, um das Risiko eines Signalverlusts durch die Störung der Satellitennavigation oder Täuschungsangriffe zu vermeiden. Das System basiert auf der BM-30 Smerch aus sowjetischer Zeit. Jedes System ist mit einer vierköpfigen Besatzung besetzt und kann Raketen im Einzel- oder Salvenmodus abfeuern. Die Startmasse jeder 300mm Wilka-Rakete beträgt 800 Kilogramm. Das Raketensystem ist in der Lage, feindliche Ziele in einer Entfernung von 130 Kilometern zu zerstören. Die Wilka M kann 12 Raketen in 45 Sekunden abfeuern und die Ziele mit einer Kreisfehlerwahrscheinlichkeit von weniger als 30 Metern treffen. M270 MLRS. Das kampferprobte M270 Mehrfachraketensystem ist ein hochmobiles Raketenartilleriesystem, das in den USA von Lockheed Martin Missiles and Fire Control, einer Tochtergesellschaft von Lockheed Martin, hergestellt wird. Das Raketensystem feuert Boden-Boden-Raketen und das ATACMS ab. Ohne die Kabine zu verlassen, kann die dreiköpfige Besatzung bis zu 12 MLRS-Raketen in weniger als 60 Sekunden abfeuern. Die Raketen können entweder einzeln oder in Riffeln von 2 bis 12 abgefeuert werden. Die Genauigkeit wird in allen Abschussmodi durch den Computer beibehalten, der den Raketenwerfer zwischen den Schüssen neu ausrichtet. Eine Standard 227mm HE-Frag-Rakete hat eine Reichweite von 40 km. Der M270 verschießt auch Lenkraketen. Diese haben eine Reichweite von 70 km. Das ERGMLRS kann mit HIMARS und MLRS M270 Raketen eingesetzt werden und bietet eine erhöhte Reichweite von bis zu 150 Kilometern. Darüber hinaus kann der M270 auch ATACMS Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern starten. Zwei dieser Raketen können mitgeführt werden.
Die Aufrüstung des M27A2 ermöglicht die Kompatibilität mit zukünftiger Munition wie dem Precision Strike Missile PRISM, der von Lockheed Martin entwickelt wird und eine Reichweite von 500 km haben wird. Homar K. Im Jahr 2010 erhielt ein polnisches Konsortium unter der Leitung von Huta Stalowa-Wola den Zuschlag für die Entwicklung eines einheimischen Mehrfachraketenstartsystems. Bei der neuen Homar K handelt es sich um eine Version des südkoreanischen K239 Chunmoo Mehrfachraketensystems, die auf einem Yeltsin 8x8 Fahrgestell basiert und mit einigen Modifikationen den Anforderungen des polnischen Militärs entspricht. Die ersten Homar K Raketensysteme werden ab 2023 nach Polen geliefert. Dieses Artillerieraketensystem hat keine Abschussrohre. Stattdessen trägt es zwei modulare Behälter mit Raketen. Die Raketen werden direkt aus diesen Behältern abgefeuert. Sobald alle Raketen abgefeuert wurden, werden die leeren Behälter entfernt und neue geladen. Die Behälter mit den Raketen sind werkseitig montiert und versiegelt und können mehrere Jahre lang ohne Wartung gelagert werden. Der Homar K ist ein Multikaliber-Raketensystem. Das System kann 130 mm, 227 mm und 230 mm Raketen verwenden. Alle diese Raketen können von der gleichen Plattform aus abgefeuert werden, haben aber unterschiedliche Reichweiten von 23 bis 80 km. TRG 300 Tiger. Das TRG 300 Tiger Mehrfachraketensystem ist ein modernes Raketenabschusssystem, das für die türkischen Streitkräfte entwickelt wurde. Es wird vom türkischen Waffenhersteller und Verteidigungsunternehmen Roket San hergestellt. Der Tiger ist für die hochmobile Feuerunterstützung von Bodentruppen über große Entfernungen konzipiert. Er ist in der Lage, Gefechtsköpfe von 122 mm und 300 mm abzuschießen, je nach den Anforderungen des Einsatzes. Die modulare und flexible Architektur ermöglicht es dem Waffensystem auch, zukünftige Raketen und Lenkwaffen aufzunehmen. Der Raketenwerfer hat eine Reichweite von 3 km bis 100 km und kann die Raketen aus 4 Gondeln abfeuern. Das Startfahrzeug kann auf einem taktischen 6x6 oder 8x8 Rad LKW Fahrgestell aufgebaut werden, das zur besseren Stabilisierung mit 4 hydraulischen Stabilisierungsstützen ausgestattet ist. Die am hinteren Ende des Fahrzeugs angebrachte Abschussvorrichtung kann 4 300 mm Raketen oder 40 122 mm Raketen abfeuern. Der Werfer hat eine minimale Nachladezeit und ein minimales Salvenintervall von 0,5 Sekunden für 122 mm Raketen und 6 Sekunden für 300 mm Raketen. Puls. PULS ist ein autonomes Artillerieraketensystem, das von dem israelischen Verteidigungselektronikunternehmen Elbit Systems entwickelt wurde, um den Anforderungen modernerer Schlachtfelder gerecht zu werden. Das PULS ist eine umfassende und kostengünstige Lösung, die ungelenkte Raketen, präzisionsgelenkte Munition und Flugkörper mit einer effektiven Reichweite von bis zu 300 Kilometern abschießen kann. Mit seinem einzigartigen Design kann der PULS auch zukünftige Erweiterungen unterstützen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Loitering-Munition zu starten, einschließlich der Kanisterkonfiguration der Skystriker-Loitering-Munition von Elbit Systems. Das PULS ist ein Mehrfachraketenstartsystem der neuen Generation. Es kann problemlos in verschiedene Modelle von militärischen Ketten oder Radfahrzeugen integriert werden. Das PULS kann eine breite Palette von ungelenkten und gelenkten Raketen sowie von Elbit Systems entwickelte Flugkörper abfeuern, darunter Acula, Extra und Predator Munition. M142 HIMARS. Die M142 HIMARS ist das Mitglied der US-Mehrfachraketenfamilie. Es ist ein hochmobiles Artillerieraketensystem, das die Feuerkraft des M270 MLRS auf einem Radfahrgestell bietet. Das HIMARS soll Artillerie, Luftabwehrstellungen, Lastwagen, leichte Panzer und Mannschaftstransporter sowie Truppen- und Nachschubkonzentrationen bekämpfen und ausschalten. Das System wirft seine Waffen ab und entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit aus dem Gebiet, bevor die feindlichen Kräfte den Abschussort lokalisieren. Das hochmobile Artillerieraketensystem kann Raketen mit erweiterter Reichweite GMLRS, taktische Raketen der Armee ATACMS und Präzisionsschlagraketen der nächsten Generation PRISM abfeuern. Das HIMARS feuert die gleichen Raketen wie das M270 MLRS, trägt aber nur ein Paket mit insgesamt 6 Raketen.
Es bietet die halbe Feuerkraft des M270. Das HIMARS feuert die gesamte Palette der M270-Raketen ab, einschließlich HE-Frag und Streumunition. Außerdem feuert es neu entwickelte Lenkmunition mit erweiterter Reichweite in einem Bereich von 60 bis 100 Kilometern. Die ATA-CMS Block IA-Rakete hat eine Reichweite von mehr als 300 Kilometern, da die Submunitionsnutzlast auf 300 Bomblets reduziert und eine GPS-Lenkung hinzugefügt wurde. Jobaria. Die Jobaria ist das leistungsstärkste 122mm Artillerie-Raketensystem, das je gebaut wurde. Dieses Mehrfach-Raketen-Startsystem wurde von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Zusammenarbeit mit dem türkischen Unternehmen Roketsan entwickelt, um die Anforderungen der VAE zu erfüllen. Das Hauptziel bestand darin, eine Batterie von Raketenwerfern auf einem Fahrzeug unterzubringen. Die Jobaria besteht aus einem Oshkosh Global HIT Schwerlasttransporter in 6x6 Konfiguration, das einen 10-Rad-Sattelauflieger mit 4 motorbetriebenen Raketenwerfern zieht. Jede Abschussvorrichtung hat 3 Pods mit je 20 Raketen. Somit verfügt dieses Artilleriesystem über insgesamt 240 Abschussrohre mit 122mm Raketen. Die Raketen haben eine maximale Reichweite von 37 Kilometern. Einige Quellen behaupten, dass Jobaria auch in der Lage ist, insgesamt 240 kleinere 107mm Raketen mit einer maximalen Reichweite von etwa 11 Kilometern abzuschießen. Alternativ kann sie 16 TR-300 300mm Raketen mit einer maximalen Reichweite von bis zu 100 Kilometern abschießen. Pinaka. Pinaka ist ein von der indischen Armee genutztes Raketenabschusssystem mit mehreren Zylindern. Pinaka wurde von der DRDO entwickelt und integriert modernste Technologien und eine überlegene Kampfleistung. Die Pinaka wurde als Ersatz für das Mehrfachraketenwerfersystem BM-21 Grad der indischen Armee entwickelt. Es handelt sich um ein vielseitiges System, das einen Hochenergieantrieb, Submunitionsgefechtsköpfe, eine servogesteuerte Werferkonfiguration und einen Feuerleitrechner umfasst. Das Pinaka-System basiert auf einem 8x8-Fahrzeug. Jede Batterie besteht aus 6 Startfahrzeugen, 6 Lade- und Nachschubfahrzeugen und 2 Gefechtsstandfahrzeugen. Jedes Trägerfahrzeug trägt 2 Gondeln, die insgesamt 12 Raketen beherbergen. Jede Pinaka-Rakete kann eine Nutzlast von 100 Kilogramm tragen und hat eine Reichweite von 40 Kilometern. Die Raketen können mit einer breiten Palette von Gefechtsköpfen bestückt werden, darunter vorfragmentierter Sprengstoff, Panzerabwehrbomben, Panzerabwehr-Mini-Legefechtsköpfe, Antipersonenminen, Brandbomben und Zündkapseln. Mars 2 MLRS. Das Mars 2 MLRS ist ein deutscher Mehrfachraketenwerfer, der 1990 von der Bundeswehr übernommen wurde. Dieser Werfer ist im Grunde eine lizenzierte Kopie des amerikanischen M270 MLRS mit geringfügigen Änderungen. Die Artillerieeinheit des Mars 2 besteht aus 2 Einwegeinheiten, die jeweils 6 Transport- und Abschussbehälter mit Raketenmunition des Kalibers 227mm oder 237mm aufnehmen. Ziele können je nach Munition mit einer maximalen Reichweite von 45 bis 70 Kilometern getroffen werden. Der Mars 2 ist für die Zerstörung von Ansammlungen feindlichen Personals und gegnerischer Ausrüstung, Artilleriebatterien, Luftabwehrsystemen, Gefechtsständen und Kommunikationsmitteln sowie für die Errichtung von Minenfeldern durch ferngesteuerte Minenlegung konzipiert. Der Hauptunterschied zwischen Mars 2 und dem amerikanischen M270 ist das von Airbus Defence und Space entwickelte europäische Feuerleitsystem, EFCS. Es blockiert unter anderem den Einsatz von Streumunition, die nach dem Übereinkommen über Streumunition von 2008 verboten ist. Ansonsten handelt es sich lediglich um eine lizenzierte Kopie des 270 MLRS. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Mehrfachstart-Raketensysteme euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.